Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 hier auf der Nordfriesischen Marsch am Donnerstag, müsste das jetzt eigentlich hier sein, mit der aktuell erhältlichen Version von Curseplay. Wir haben Sonntag zum Zeitpunkt der Aufnahme und da ist die aktuellste Version 3.7.4. Ne? Nur, dass ihr mal Bescheid wisst. Gut, wir haben einiges zu tun heute, ihr wisst es ja, ne? Ich habe einen neuen Mod noch genommen, weil ich habe mir jetzt am Sonntag noch die Kommentare durchgeschaut und da wurde mir ein Schnelltagswagen vorgeschlagen, das ist der hier. Der ist wohl mega lang. Also der ist wohl mega lang und man kann hier vorne noch ein bisschen Sprit reinfüllen, das wird wohl sehr oft von euch benutzt. Den schaue ich mir gerne an, wenn ich es nicht vergesse, aber ja. Lass uns jetzt mal ganz kurz gucken, wo ich den Dünger hinbringen wollte. Das glaube ich war bei der Getreide AG. Aber sicher bin ich mir da auch nicht mehr. Getreide AG, doch, tatsächlich. Wo ist die Getreide AG? Getreidehandel, Zuckerfabrik, bla bla bla. Getreide AG, da war ich noch nie gewesen, ne? Ohne Scheiß, da war ich noch nie gewesen. Hier rum. Ja. Mach mal Radio an, ne? So, auch ein bisschen hier genießen. Und ich weiß nicht warum, aber ich kann bei dem MAN kein Curseplay einsetzen. Fehlt diese Curseplay-Funktion bei dem Mod? Ich weiß es nicht. Ich kann euch nur sagen, es funktioniert nicht bei mir. Ich weiß nicht, an was es liegt. Ich habe jetzt auch mehrere Sachen ausprobiert. Geht nicht. Gut. Ist auch nicht so schlimm. Lag. Wird wohl irgendwann funktionieren. Aber momentan einfach nicht. So, wir bewegen gerade 116 Tonnen, ne? Wer jetzt nochmal Fragen hat, Kraft hat er. Weil Dünger ist halt sehr, sehr schwer. Und ja, aber guck mal, das sind jetzt wieder 80, 90, vielleicht sogar 100.000 Euro für uns. Das wird langsam. Und ich habe auch den LKW wieder losgeschickt zum Kaufen von Kühen. Aber das muss ich natürlich selber machen, ist ganz klar. Der Drescher ist fertig, sehe ich gerade. Das ist sehr, sehr gut. Das heißt, ich werde den Kurs hier fertig einfahren und den Drescher dann gleich mal auf ein neues Feld setzen, weil muss weitergehen. Muss einfach vorangehen, sage ich euch. Oh ja, rechts auch, ne? Alles unser Land. Das links ist auch unser. Und dann kommt die Baumreihe und dann gehört es nicht mehr uns. Und das ist auch so eine Sache, die ich vielleicht ändern möchte. Ich weiß noch nicht genau, aber wäre mal nicht so schlecht. Einige haben auch geschrieben zum Thema BGA. Wäre es dann cool, wenn man sich unten ein, zwei Felder kauft und da Mais draufballert. Und es waren tatsächlich einige am Sonntag zumindest noch sehr, sehr froh, dass ich nicht halt immer einen Standard... Nicht halt immer einen... Muss ich mal ganz kurz den Verkehr ausmachen. Nicht immer nur den Klaas kaufe, sondern auch mal eine andere Marke. Und der Johnny ist sehr, sehr gut, wie ich finde. Gab es natürlich auch wieder Stimmen, die gesagt haben, kauf doch nicht sowas. Ne? Und, ne? Ihr wisst, wie das ist. Sondern, du, ganz ehrlich, es kann ja jeder in seinem Spielstand machen, wie er will. Also, das ist ja das Schöne am LS. Jeder kann das machen, was er für richtig hält. Und dann ist gut. So, Getreide AG haben wir damit auch wieder ein neues Feld erschlossen. Ah, nicht Feld, sondern eine neue Produktion erschlossen. Und wer weiß, was das Ganze noch bringt hier, ne? Ich bin sehr gespannt. Einige haben auch gesagt, noch mehr Produktion, noch mehr Produktion. Es kommen noch mehr Produktionen, liebe Leute, keine Panik. Aber wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir so ziemlich alles abdecken, wenn ihr wisst, was ich meine. Dass wir halt auch genug Ware haben für den, für die ganzen Produktionen, um die aufrechtzuerhalten. Und momentan ist unser größtes Problem die Milch. Und da bin ich jetzt eben gerade dabei, dass wir da ein paar Sachen, wir könnten eigentlich, ich bin der Meinung, dass ich schon mal bei der Getreide AG war, aber ich bin mir nicht sicher. Hier haben wir auch einen schönen großen Platz, hier könnte man auch was draufstellen. Da vorne ist die Getreide AG, denke ich. Wir können ja vielleicht, wir haben ja mal eine Mission auf dem Feld 57 gemacht, glaube ich, war das. Da haben wir ja unser Geld verdient, so muss man mal sagen. Und das ist auch das, was sehr viele wieder geschrieben haben. Mission, Mission, Mission. Weil geht nebenbei, läuft sehr, sehr gut. Und da kann man sich auch mal gern gut und gerne einen Häcksler kaufen. Wurde da geschrieben. Also wenn man ein paar Missionen mit CP parallel laufen lässt, wäre das wohl absolut im finanziellen Rahmen. Was ich auch glaube. Also glaube ich wirklich. Schauen wir gleich mal, was wir Missionen da haben. Aber wir müssen natürlich auch gucken, dass wir die... ja, dass wir auch genug Maschinen dafür haben und so weiter, ne? Es soll jetzt irgendwann eine neue Version kommen. Wie gesagt, ich bin in der Vorbereitung, also ich bin
in der Vorproduktion, liebe Leute, weil ich ja jetzt am kommenden Wochenende nach Leipzig fahre und deswegen keine Zeit habe für Produzieren. Deswegen nehme ich jetzt ein bisschen im Vorhinein auf. Es kann sein, dass jetzt schon eine neue Version von der Map draußen ist. Kann sein, muss aber nicht sein. Werdet ihr dann, wenn es so sein sollte, allerspätestens nächste Woche auf dem Kanal hier sehen. Aber wie gesagt, diese Woche ist ein bisschen Vorproduktion angesagt. So, das sind wir jetzt schon hier. Geht weiter, geht? Aha, das ist weiter hinten. Ich bin falsch gefahren, warte. Das heißt, man muss... Ah, ich bin ja komplett falsch gefahren. Okay, warte, dann fahren wir hier nochmal rum. Gut, hier ist ja sowieso nichts, was irgendwie kaputt werden kann. Das heißt, ich gehe vorne in der Straße nach links, hoffentlich. Ja. Okay, da hätte man vorne rumfahren sollen. Naja. Im Nachhinein ist man immer klüger, ne? Die Strecke müssen wir natürlich auch wieder zurückfahren, ne? Das ist auch ganz klar. Also das wird uns auch entweder diese oder nächste Folge treffen. So, da war jetzt der... Das ist die Fabrik, ne? Getreide AG. Da steht's doch dran, Jungs. Da steht's doch einfach dran. Speichern. Hof. Hof aus zur Getreide AG. Getreide AG. Zack. So, wir machen jetzt mal noch einen Kurs. Ich weiß zwar nicht, ob ich den brauchen werde, aber ich mache ihn jetzt einfach mal, ne? Besser machen. So, und jetzt müssen wir den Äumel hier rumreißen. Und dann hier... Oh, das ist aber hübsch gemacht hier. Ist mal was anderes, ne? Schauen wir mal, ob sich das ausgeht mit meinem Mega-Trailer hier. Aber von der Höhe her müsste eigentlich funktionieren. So, machen wir mal Deckel hinten auf, ne? Und dann geht er los hier. Sieht auf alle Fälle von der Höhe her passend aus, aber... Ich bin schon mal auf der Taste, vorsichtshalber... Ah ja, siehst du? War schon jetzt klar, dass sich das nicht ausgehen wird. Das heißt, wir können da den CP-Kurs schon mal wegschmeißen. Weil das Probleme geben wird, wenn ich das nie selber... Oder wenn ich das selber nicht selber mache. So muss ich es formulieren. Das waren jetzt ungefähr 90.000, glaube ich, ne? Ja, so irgendwie ist es in der Richtung. Läuft, 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 läuft. So, den lasse ich mal ganz kurz hier stehen. Ganz kurz, ne? Machen wir da drüber... Ah, du bist leer. Super. Gut. Dann würde ich dich gleich rüberschicken auf das neue Feld. Den Abfahrer dazu werde ich mal ganz kurz entlassen. Die muss man gleich mal entleeren. Das mache ich aber dann. So, die schicke ich jetzt rüber auf das neue Feld, auf das Feld Nummer 14, glaube ich. Ist die 14, ja? Weil wir sind halt genau nebenan. Ne? Das ist halt einfach, bietet sich an, wie ich finde. Aber der Strohsammler hat schon einiges geleistet hier. War auch, glaube ich, eine gute Idee, dass wir den so früh wie möglich losgeschickt haben. So, ist das... Ah, das ist Roggen jetzt, ne? War das nicht so gewesen, dass wir hier Roggen machen wollten? Jo, ist Roggen. So. Feld Nummer 14. Wie gesagt, wir müssen alle Kurse neu machen, weil, ihr wisst es ja, wegen der Arbeitsbreite wäre es gewesen, ne? So. Speichern, F14, dreschen, 13,7 Meter. Wer kennt's nicht? So, da fahren wir mal ein Stückchen rein hier. Ja, das sieht gut aus. Wurde auch Stroh abgelegt. Heilige Maria, da haben wir ja was zu tun, ey. So, dann, der hat wieder abgeladen, läuft. Den Abfahrer, den werden wir jetzt auch gleich, bestücken. Also, was heißt bestücken, ist das falsche Wort, aber... Willst du nicht Gas geben einfach? Ja. So, erstmal alles ausmachen. Die ganzen Sperren und so weiter. Was ist der? Ach, der hier, den habe ich ja auch noch, ne? Meine Güte. Stimmt, da war noch was. Meine, ich vergesse einfach alles. Da wollten wir noch ein paar Kühe kaufen, ne? Habe mich gerade gewundert, ist das jetzt ein Anzeigefehler oder habe ich wirklich so viele Fahrzeuge? Aber verdammt nochmal, wir haben einfach so viele Fahrzeuge, ne? Weil wir uns einfach leisten können. So, voll, bestätigen. Ja, das ist nicht gerade günstig, ne? Das muss man auch mal so sagen. Aber, wir brauchen das tatsächlich. Also, wir brauchen das wirklich. So, das habe ich hier wieder ein bisschen Quatsch eingefahren. Aber, schaffe ich noch. Kann ich noch retten. Und los geht's, mein Freund.
Ich wollte gerade nochmal den Abfahrer neu programmieren. Da war er schon. Achso, das müsste sich ja eigentlich gleich bleiben, ne? Vom Abfahrer her. Ich glaube, muss man gleich gucken, ob ich einen Komplett-Abfahrkurs für das 14er-Feld habe. Müsste sich aber relativ gleich bleiben, weil welche Arbeitsbreite davon abgeladen wird, ist ja prinzipiell gleich, ne? Das hört sich gut an, tatsächlich. Wir müssen nur einmal drehen und dann könnte das auch schon funktionieren. Ah, da kommt der Wagen. Warte mal, lass mich kurz umdrehen hier. Oh, nicht dagegen knallen, läuft. Und los. So, du fährst mal weiter. Irgendein Problem ist, sag mir bitte nicht Bescheid. So, der LKW ist angekommen. Super. Mehr Kühe. Müssen da dann immer aufpassen auch, weil wenn ich jetzt immer nur kaufe, irgendwann haben die Kühe nicht mehr Platz im Stall. Das ist dann auch ein bisschen problematisch. Aber ja. Was muss, das muss, ne? Und hier fahren wir einfach mal in die Wiese rein, weil sonst wird das einfach zu lange dauern. Und ja, wir müssen gleich nochmal gucken, ob wir nicht ein bisschen Mischrationen hierher bringen können. Damit es unseren Kühen auch gut geht, das ist mir wichtig. So, rüber. Ja, zu dem Tiertransporter nochmal haben auch einige geschrieben. Da hätte es auch amerikanische Produkte oder Modelle gegeben. Ja, weiß ich, habe ich auch selber gesehen. Aber habe ich mir ehrlich gesagt, nee, muss ich nicht haben. Weil wir sind hier immer noch, also Nordfriesischer Marsch ist ja, glaube ich, Nordfriesland nachgeahmt. Und deswegen muss ich da jetzt nicht amerikanisch Style anwenden. Macht jetzt so für mich keinen Sinn, glaube ich. Das ist echt komisch, dass CP hier nicht funktioniert mit dem Wagen, ne? Ich weiß aber auch gar nicht, woran es liegt, muss ich euch ehrlich sagen. Wir, glaube ich, müssen auch wieder mal sauber machen mit unserem Radlader. Das müsste auch noch gemacht werden. Also ihr seht, Arbeit ohne Ende. Aber für 45.000 Liter, wir bekommen auch einiges weg. Das muss man auch mal so sagen, ne? Also speziell für die Hochverteilung war der LKW, glaube ich, schon eine ganz geile Idee. Und können wir auch theoretisch immer noch wechseln zwischen Anhänger und LKW. Das heißt, wir können auch theoretisch sagen, jo, wir nehmen mal kein... Was ist das? Wir nehmen kein LKW mehr, sondern nehmen einen reinen IT-Runner als Anhänger. Geht auch, weißt du? Ja, da muss doch noch ordentlich was reingehen. Ja, guck dir mal an hier, da ist ja nichts los. Also, ich muss nur ein Stückchen weiter vorfahren. Na gut. Gerät muss entladen werden. Ja, das müsste auch gleich passieren. Okay, hat funktioniert. Dann könnten wir mal... da hinten ist es gerade besetzt. Aber gut, das schaffen wir irgendwie. Wir könnten gleich mal den Mist verladen, wenn wir schon mal hier sind. Würde ich sagen, kann man einfach mal machen. Und das war eben auch die Idee, weißt du? Das war sagen, okay... Da steht jetzt der Container, wir können den dann einladen mit dem Radlader und dann passt das wieder. Deswegen finde ich IT-Runner halt sehr, sehr cool, ne? Ich weiß, ist nicht jedermanns Sache, ist auch voll okay für mich. Aber ich für meinen Teil muss sagen, mag ich. So. Lass uns kurz gucken. Ah, jetzt, der Drescher wird gerade entladen, läuft. Dann haben wir hier mal Zeit, schön Rundumleuchte anschalten, ne? Wenn das auch jeder sieht, dann machen wir gleich nochmal den Futtergang sauber. Also Nordfriesischer Marsch ist schon Arbeit, das stimmt. Aber es ist alles bewältigbar. Ne? Das ist einfach so. Wir müssen halt andere Sachen warten. Was ja, glaube ich, auch nicht... Ah, warte, ich bin zu weit außerhalb vom Feeding. Weil das ist ja praktisch die Lage, was einfach nur rausgeworfen wird von den Kühen beim Fressen. Das gibt es aber wieder eins zu eins zurück. Wir müssen nur gucken, dass sie in diesem Feeding-Bereich bleibt. Dann ist alles gut. So, Futtergang ist sauber. Dann fahren wir mal rüber und werden mal den Mist verladen, damit auch die Düngerproduktion weiter voranschreitet. Und der Strohsammler ist auch schon wieder da. Ist auch nur eine Frage der Zeit, bis der wieder herumjammert. Das ist wieder voll hier. Aber dann ist es halt so. Das siehst du, mit diesem abgekuppelten oder mit dem runtergefahrenen Container ist das sehr, sehr gut.
Könnte man auch mit dem Fördermann machen, ist richtig. Aber momentan, du, ich habe ja nicht umsonst so ein Radlader gekauft, weißt du? Dann machen wir das mal ganz schnell. Dauert halt mal eine Minute länger, die Folge. Ist jetzt hoffentlich auch kein Problem für euch, aber den Mist will ich einfach noch verladen. Und Düngerproduktion auffüllen und dann kann der Container wieder für andere Sachen eingesetzt werden. Pff, zum Beispiel fällt mir jetzt spontan ein Stroh rein bei den Kühen oder auch bei der Pelletsproduktion und so weiter und so fort. Also Arbeit haben wir genug für den Container, das kann ich euch sagen, du. So, der 8R hängt irgendwo fest. Der hängt tatsächlich sehr, sehr oft fest, ne? Das ist auch eine Sache, die man beobachten kann hier. Der Kollege hängt relativ oft irgendwo fest. Aber ist halt immer noch Cursebill, weißt du? Ist keine reelle Person, die dahinter steht oder sitzt. Ist immer noch eine Maschine oder, ja. Und deswegen muss man einfach nochmal mit Fehlern rechnen. Gut, aber ich mache das jetzt einfach mal fertig. Liebe Leute, wie es weitergeht, seht ihr dann morgen, wenn ihr wollt, zu einer weiteren Folge hier auf der Nordfriesischen Marsch. Morgen etwas später, ihr wisst es ja, ne? Bergmann Freitag kommt die Folge immer erst um 7 Uhr, weil 5 Uhr morgens dann Hof Bergmann erscheinen wird, normalerweise. Ich danke herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben, da würde ich mich sehr freuen. Und bis morgen, macht es gut. Ciao, ciao.